Achtung, liebe Fans, es kommt der Reim des Tages. Der Reim des Tages. Ja, ich möchte gern am Bodensee leben, denn da kann es jeden Tag geschabte Spätzle geben. Übrigens, das hier ist der Rest vom Abendessen. Ich bin mittlerweile satt. Ich habe noch gar nicht richtig darüber nachgedacht, dass ja meine bessere Hälfte heute eigentlich ihren 40. Geburtstag gefeiert hätte, wenn sie nicht gestorben wäre vor 12 Jahren, fast 12,5 Jahren. Am 2. September 2011, frühmorgens, auf der Bahn in Ravensburg. Ich esse jetzt zu deinem Fest, Sandra, hier dieses Leberkäsebrötchen, das halbe Leberkäsebrötchen. Und ich sehe, da ist ja auch dein Heiligenschein. Ich hoffe, es geht dir gut, da wo du jetzt bist, oder besser als es dir vorher ging. Naja, gute Nacht, Sandra. Muttern freuen so. Oh Gott, was haben wir einen vollen Kühlschrank? Lecker Donauwelle. Gibt's morgen. Oder heute Nachmittag. Wurstdose. Der alte steht ja auch schon 10 Jahre drin und steht bestimmt in 10 Jahren immer noch da, weil keiner von uns Spirituosen trinkt. Ja, Ed, voller Kühlschrank. Ich glaube, die Mama hatte recht. Mach mal wieder zumachen. So. Oh, was haben wir denn heute lecker? Das ist hier ein Pilz. Mach ihr nicht so ein nervöses Gehirn. Gekippe meinst du wohl? Und wie heißen wir mal? Macaroni. Macaroni, Macaroni. Macaroni. Hör auf! Bist du nicht gut gelaunt? Nee. Obwohl es Macaroni gibt. Ach. Es sind Pilzschupfnudeln. Schupfnudeln.
Hey, wohin? Sprich mit mir. Das ist für mich ja über das Fleisch drüber, bitte. Und gerne was daneben. Zum Reindippen. Danke. Ja, das wollte ich gerade nicht, aber egal. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Ja. Hier, fang an, ich möchte auch weiter essen. Ja, dann los. Warum hast du die Haustür jetzt? Weil der Papa jetzt noch kommt, weil der mich gefahren hat, freundlicherweise. Willst du Pflaumen? Nein, danke, weißt du doch. Ich hab schon gedacht, Willst du Obst? Oh ja. Rosenobst, ja. Geh weg. Schneid ich weg. Ich bin ja weg. Hier. Vielen Dank. Hättest du auch direkt was da reintun können, aber egal. Oh je. Blub. Blub. Da ist der Chef. So, jetzt setz dich bitte hin. Ja. Oh, die ganze Portion für mich allein. Nee, doch nicht. Soll ich hier irgendwas trinken? Oh. Eben hier? Ja. Hey. Ja, so. Und noch ein Weintäubchen, so. Ja, dann habe ich ja von allem etwas. Dann wir müssen auf den Papa warten. Ich hatte eben schon gegessen. Ja. Du willst jetzt meinen Pudding essen? Ich gönne ihn dir von Herzen. Dein Pudding, hast du den gekauft? Nee, aber die Mama hat gesagt, ich sollte den auf der Arbeit mitnehmen. Und dann habe ich ihn euch zuliebe hier stehen gelassen. So nett bin ich immer zu euch, siehst du? Und weil ich so nett zu euch bin, seid ihr auch nett zu mir, nicht wahr? Und, wow, mein Handy fällt. Nein, fällt nicht. Und holt jetzt endlich weg. Ja. So, das ist mein Essen, das ist mein Trinken. Hier bin ich und ich wünsche guten Appetit und einen super schönen Abend. Papa macht sich hier wieder Kuddelmuddel. Ja, jetzt ist was schon mal kalt geworden bei mir, weil ich dich geholt habe. Ja, vielen Dank. So, wir fangen an. Guten. Leckere Macaroni mit Pilzsoße und Hackfleischbuletten. Anfangen, Mahlzeit. Der Tipp des Tages. Liebe Leute, wenn ein Apfel anfängt zu schimmeln, so wie hier, an dieser zermatschten Stelle, dann muss man nicht direkt den ganzen Apfel wegschmeißen, sondern man macht einen herzhaften Biss und spuckt einfach die faule Stelle weg. Und den Rest des Apfels, den kann man auch lecker saftig genießen. So. Nehmt euch auch einen Apfel. Äpfel sind sehr gesund. Es sei denn, man hat eine Pektinallergie, aber die ist Gott sei Dank sehr selten bis überhaupt nicht vorhanden. Also, schnappt euch einen Apfel und macht euch einen schönen Tag aktiv. Es folgt das Wortspiel am Morgen. Das Wortspiel am Morgen. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Ich habe mir eine Frage ausgedacht. Und zwar, wie nennt man das Bild oder ein Bild vom Triebwagen eines Zuges? Na? Das ist ein Lokomotiv. Verstehst du? Ein Bild von einer Lokomotive, ein Triebwagen. Lokomotiv, das Motiv einer Lok. Ja, lustig, oder? Ich fand's gut, ja. Ich bin eben aufgewacht und hatte diesen Witz im Kopf. Ja. Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute ein besonderes Wortspiel des Tages. Das Wortspiel des Tages. Ausgedacht für alle Fischer- und Angelfreunde unter euch. Pass auf, ist das nicht kolossal, wenn man einen Kolossaal fängt? Verstehst du? Kolossaal,
kolossal. Ja. Der Spruch des Tages, heute mal aus meinem Kalender. Ein Leben ohne Freuden ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. Demokrit. Achtung, liebe Fans, es kommt der Reim des Tages. Der Reim des Tages. Ja, ich möchte gern am Bodensee leben, denn da kann es jeden Tag geschabte Spätzle geben. Übrigens, das hier ist der Rest vom Abendessen. Ich bin mittlerweile satt. Den Rest packe ich wieder ein. Packe ich in meine Tasche ein. Nein, Quatsch. Den Rest, den verwahre ich mir aber noch für später oder morgen. Ja. Stelle ich wieder in den Kühlschrank rein. Dann kann man das morgen oder übermorgen noch genießen. Kühlschranktüre zu, Licht aus und jetzt ist Ruhe. Hallo, wir kommen zu Geile Namen Teil 24. Geile Namen Teil 24. Ja, nächstes machen wir Jubiläum. Pass auf, ist euch das schon mal aufgefallen, dass der Name Angelika eigentlich eine Abkürzung ist? Angelika steht für Angel-Ibtes-Mädchen-Ika. Also Angelika. Verstehst du?